Begrüße ich Sie recht herzlich und heiße Sie alle recht herzlich willkommen. Es war für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir für Sie heute Abend ein paar Musikstücke zum Besten geben, um die Weihnachtszeit, die Adventszeit einzuläuten, und ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung. Sehr verehrte Damen und Herren, ich hoffe, dass Sie mir das nachsehen. Ich bin ein bisschen klebrig und werde viel sitzen müssen, wenn ich so die Routen einschreibe. Naja, da sind Sie aber gut beieinander, mein lieber Schäfer. Ich werde ab und zu mal was zu den Liedern sagen, wo wir singen, dass ich scheinweise, um was es geht. Das erste war ein Einwandlied, das war verständlich. Da wurde der Text etwas umgeändert. Wo du mein Heimattal heißen können, früher wird es alles heißen, wo du mein Schwabenland. Aber das ist der Bock, uns halt nicht anders singen. Am thematischen Raum. Als nächstes singen wir einen Titel, den kennen Sie alle. Nimm die Stunden, die sie kommen. Sie werden viele Lieder kennen, einige auch nicht, aber das macht gar nichts. Und ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Das heißt, schwer, ja. Thank you.
Egal, ob er das singt, der Peter Maurer, oder die Gruppe Karat. Über sieben Brücken musst du gehen. Eins der schönsten Lieder, ich bin ein Romantiker, wo Peter Maurer eigentlich gesungen hat. Ich liebe das Lied. Und ich hoffe, dass du es auch ganz liebevoll so überbringen, dass sie das auch die größte Freude von haben. Bin ich schon am Morgen müde und das so.
1958. Also sind schon einige Jahre auf Google, ist in den letzten Jahren wieder neu aufgenommen worden von einem Sänger, der heißt Senino Rossi, der hat es wieder neu aufgenommen, das Lied, zum Leben gebracht. Und viele kennen von ihm den Titel, wenn ich ihn jetzt sage, den haben sie wahrscheinlich unheimlich gern gehört. Die Tage klingen leise durch die Nacht. Wer kennt das Lied, wenn man das gesehen hat? Vom Hörer her. Die Tage klingen leise durch die Nacht. Durch die Nacht, ja, durch die Nacht.
Und Sie sehen ja den Chor, wo da vorne steht. Es fehlt, glaube ich, noch ein oder ja, zwei. Nein. Zwei. Das ist die ganze Stärke von unserem Chor hier im Oberbrechtal. Und Sie glauben auch nicht, die kennen es nicht. Was glauben Sie, all das sind? Was? Der Chor. Die Leute. Wir hatten dieses Jahr unser Jubiläumsjahr, der Verein ist 150 Jahre alt. Und mit dem kleinen Chor haben wir es geschafft, ein Jubiläumskonzert zu machen, um den Geburtstag auch würdig zu begehen. Nicht die Menge ist ausschlaggebend und die Masse. Weniger ist mehr als. Und wir singen eben die viele Team, was wir singen. Wir haben bei uns zu unserem Jubiläumskonzert gesungen und dann wollten wir Ihnen das auch bringen. Sie konnten ja nicht kommen. Dann bringen wir Ihnen die Lieder zu Ihnen. Sumiko. Oh,
brauchen wir ein kleines Häuschen. Das passt in die Hände. Den Titel, den wir jetzt singen, der nennt sich heute noch die Steiger. Stellen Sie sich vor, das Haus hat. Valentin heißt Sonntagmorgen in den Bergen. Tatsächlich den Kirchgang und. Das Lied wurde ursprünglich auch aus Stuttgart. Da gibt es einen Chor, sogenannte Montanara-Chor. Es gibt also nicht nur das Lied der Montanara, sondern es gibt auch einen deutschsprachigen Chor. Montanara-Chor ist in Stuttgart ansässig. Und die haben eigentlich relativ viele Titel auf Schallplatte damals aufgenommen. Die Tonträger CD. Und mittlerweile gibt es immer neue Medien, da brauchen wir bei gar nichts mehr, nur noch einschalten und horchen. Sonntagmorgen in den Bergen. Bei den ganzen drei Sonnenschnitt bei, nein, die ganze Männer, den sonnistischen Einsatz vom Text her. Im Radio zu hören, dann hast du eins.
Zeit, dass wir die Modernisation ändern. Und viele wissen es gar nicht, dass das eigentlich ein Grundlose wirklich ein kirchlicher Mariewig ist. Und ich spende berühmt und wird als Werbebild gespielt. Und spielen wir in, wir singen es in Jamfurt, das Lied Ave Maria Nomoro. Weil wir sind auch noch fast am Ende.
gewesen, einer, das war keine Frage. Und leicht, beinahe, ich habe schon zwei Tage in der Jungfrau drin, auf dem Surfer geschrieben, diese Bemale. Ich kenne das Spiel schon mal. Was wir jetzt singen, kann ich Sie, wenn Sie wollen, mitsingen. Oh, die Bajazzo. Bajazzo heißt am Anfang, warum bist du gekommen, wenn du der Mond ist und du wieder lesen. Das Lied, das war bei mir mal daheim so ein richtiges, schlagerkräftiges Lied, wo ich noch ein bisschen besser Vorlage war, wo mehr Chorarbeit ist, war ich sehr viel unterwegs. Und wenn ich heimgekommen bin, dann sprach ich, wenn es einfalle, in Einbruch und schaffe, Umzug und so, dann bin ich nicht umfahren. Warum? Wenn du schon wieder gehst, dann kann ich mir vorstellen. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ja, so lange tut mir das nicht vor, dass ich nicht ins Schlafzimmer komme, dann ist alles in der Spaß. Der Bajazzo. Wenn Sie wollen, darf ich mich sehen. Yeah.
Bekanntes, die Amanda McBroom, dieses Lied komponiert und getextet. Auf Deutsch heißt der Titel Die Rose. Nein, es war November. Da ist mit der Rose nicht mehr so wild. Da haben wir die Rose mit der tun wir einfach die Rose. Die Rose! Das hat, muss ich zusagen, mit Bayern, mit dem Jode nichts zu tun. Weil das Jode, was in Bayern gemacht wird, das war eine Verständigung von Berg zu Berg. Wir haben keine Telefone da und keine Buchstrommel, da wird jodet. Aber der Andachtsjode ist was ganz was anderes. Und die Begleitung, und den wollen wir Ihnen jetzt vorbringen, der Andachtsjode.
Deine Heimat, gell? Ja. Wenn es da mal halber war, ich trinke Herrn Zweck. Ja. Der nächste Titel ist auch nochmal ein adventliches Lied. Und zwar, der Titel heißt Als Maria übers Gebirge. Ist auch ein bisschen altländischer Raum. Das Lied erzählt die Geschichte von Maria, der Mutter Jesu, und ihrer Begegnung ihrer Verwandten Elisabeth. Steht die Beschreibung drin: Maria akzeptiert ihre Rolle als niedrige Magd des Herrn und ist bereit, seinen Willen zu erfüllen. Der Text betont die Demut und die Dankbarkeit von Maria gegenüber Gott für die große Ehre, die ihr zuteil wird. Es wird auch die Erfüllung der biblischen Prophezeiungen hingewiesen. Und Jesu wird als Erfüllung der Verheißung an Abraham dargestellt. Als Maria übers Gebirge ging. Sehr viel gesungen und das ist wieder ein Schlaflied.
leise protestantisch. Es kann sein, dass ihr ins Bett und dass ich mit dem heute Abend ins Bett gehe, wieder nicht. Thank you.
Ich wusste gar nicht, wie schnell da so ein Abend rumgehen kann. Ich hoffe, dass Ihnen das, was mir Ihnen vorgetragen hat, ein kleines bisschen Abwechslung. Ich war heute Abend, sage ich, sehr gerne hier. Ich war wirklich froh, dass ich das machen durfte. Und meine Sängerinnen und Sänger, wir haben das gleiche auch. Mit dem letzten Lied, mit dem verabschieden wir uns. Und es war, wenn vor dem Polnisches gab, dann ein Lied aus Venezuela. Und jetzt kommt eigentlich ein Lied, das ursprünglich aus Frankreich stammt. Ist auch ein Weihnachtslied. Ich habe das mal vor ein paar Jahren bearbeitet. Habe mich so umdenken können, halt hoffe ich. Und es geht unter dem Titel Gloria in Excelsis Deo. Und mit dem Lied möchten wir uns von Ihnen relativ verabschieden. Und wir bedanken uns für Ihre außerordentliche Konzentration und Ruhe. Es findet man selten sowas. Sehr, sehr, sehr gefallen. Danke, dass Sie die Zeit für uns verwandt haben. Sehr gerne. Gloria in Excelsis.
jetzt Theo nicht unbedingt. Wir singen jetzt nochmal. Was wolltest du, oder was wolltest du eigentlich hören nochmal? Andachtung! Eins, wo wir mitsingen können. Ja. Später Andachtung. Auf der Andachtung. So, jetzt machen wir es so. Meine ersten Stimmen sind die Frauen. Die singen es in einmal hoch. Und sie singen dann beim zweiten Mal die Stimme mit. Probieren wir es mal. Thank you.